Hallo und herzlich willkommen auf dem Cardano-Kanal. Heute schauen wir uns World Mobile an. Falls ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann bitte abonniert meinen Kanal. Das ist sehr gut für den YouTube-Algorithmus und hilft mir und meiner Arbeit überproportional viel weiter. Aber jetzt starten wir sofort los mit der Präsentation. So, als Überschrift habe ich gewählt Connected Unconnected, Demonstration der Macht der Token-Ökonomie. Genau darum geht es bei World Mobile. Und wir beginnen mit dem Problem. Was ist das Problem, das World Mobile lösen will? 50% der Weltbevölkerung sind nicht mit dem Internet verbunden, da es für bestehende Anbieter einfach zu umständlich und unwirtschaftlich ist, in irgendwelchen ländlichen Gebieten, zum Beispiel in Afrika, so eine Infrastruktur auszubauen, damit jeder mit einem Funkanbieter verbunden ist. Sogar Alphabet ist ja der Mutterkonzern von Google, hatte ein Projekt namens Loon gestartet, das genau dieses Problem lösen sollte, aber sogar die haben aufgrund der Unwirtschaftlichkeit aufgegeben. Das größte Problem ist die Betriebskosten, welche sich zu 20-40% rein aus den Energiekosten zusammensetzen und eben die hohen Instandhaltungsaufwendungen für verhältnismäßig wenig Umsatz und wenig Gewinn. Und World Mobile ist ganz einfach gesagt, ein Mobilfunkanbieter, der dieses Problem eben auf eine sehr kreative Weise lösen will. Und zwar sieht die Lösung im Groben so aus, dass leistbare Mobilfunkverbindungen in ländlichen Gebieten durch den Anreiz von Blockchain-Technologie geschaffen werden soll. Die Energieversorgung wird durch Solarenergie und Batterien ermöglicht und die Instandhaltung und Wartung und generell der Betrieb dieser Funknetzwerke soll eben von lokalen Betreibern ermöglicht werden, die durch ein ausgeklügeltes Anreizsystem, durch ein Sharing Economy Token Ökosystem Geld verdienen können und daher den Anreiz haben, auch so eine Node zu betreiben. Wie schaut diese Token-based Sharing Economy im Grunde aus? Im Grunde verdienen Betreiber von diesen Sendeanlagen oder diesen Nodes, auf die wir gleich kommen, Geld. Und zwar in Form von diesem World Mobile Token, der derzeit ja ein Blockchain-nativer Token auf der Cardano-Blockchain ist. Die Betreiber dieser Nodes müssen natürlich auch selbst für die Wartung, für die Uptime sorgen und mehr oder weniger die Arbeiten übernehmen, die sonst ja ein zentralisiertes Unternehmen machen würde, wie Instandhaltung, Servicearbeiten und so weiter. Und durch diese Token-based Economy ist es eben möglich, einen Anreiz zu schaffen, dass diese extrem umfangreichen Aufgaben für ein einzelnes Unternehmen, dass die sozusagen atomisiert werden, also aufgeteilt auf ganz viele einzelne Betreiber, die eben durch dieses Anreizsystem diese Arbeiten übernehmen. So, wie schaut jetzt die Infrastruktur aus von diesem World Mobile System? Also wie funktioniert das im Detail? Und dafür müssen wir verstehen, dass dieses Netzwerk aus drei Node-Typen besteht. Hier haben wir erstens die Earth Nodes. Das ist sozusagen das Gehirn, das alles miteinander verbindet und die ganze Rechenleistung liefert. Dann haben wir als zweites die Air Nodes. Die Air Nodes sind sozusagen die Funkmasten, also die Hardware. Und als drittes haben wir die sogenannten Ether Nodes. Und diese Ether Nodes sind die Schnittstelle zwischen den bereits vorhandenen herkömmlichen Funknetzanbietern und dem World Mobile Netzwerk. Und diese Architektur sieht dann im Grunde genau so aus. Wir haben hier ganz links den herkömmlichen Funknetzanbieter, mit dem man sich mittels der Ethernode verbindet, also die zwei kommunizieren. Und die Ethernode übersetzt dann die Protokolle dieses bereits vorhandenen Funknetzanbieters und schickt sie an die Earthnode, die ja das Gehirn der World Mobile Architektur ist. Und die Earthnodes wiederum kommunizieren dann mit den Airnodes, also mit den Sendern, Empfängern, mit den Handymasten sozusagen. Und so kann man eigentlich überall in jedem Land ein weitflächiges Netz produzieren, da es ja in jedem Land schon Internet- bzw. Netzanbieter gibt. Das Problem liegt eben darin, dass man das Netz auch weit verästelt ins Land hinein. Und genau das macht World Mobile. So, jetzt schauen wir uns die einzelnen Nodes nochmal genauer an. Und zwar die Earth Node, das ist ja das Gehirn, habe ich gesagt. Und diese Earth Node besteht im Kern aus der sogenannten Internode API. Und diese Internode API ist verantwortlich für die Kommunikation zwischen allen Knotenpunkten, also allen Nodes, den Earth Nodes, den Ether Nodes und den Air Nodes und zwischen den Modulen der Earth Node selbst. Denn diese Earth Node hat zusätzlich noch drei einzelne Module,
Und das ist als erstes das Decentralized ID Modul, das Blockchain Modul als zweites und als drittes noch das Telekom Modul. Decentralized ID erklärt sich eh von selbst, das ist Atala Prism, also da wird tatsächlich Atala Prism von Cardano verwendet, um eben die Identität eines Nutzers festzustellen, was ja notwendig ist. Dann haben wir als zweites das Blockchain Modul, das eben alle Transaktionen im Netzwerk aufzeichnet und speichert, damit man das auch abrechnen kann und so weiter. Und als drittes haben wir das Telekom-Modul. Das steuert die Kommunikationsfunktionen des Netzes. Also wir sind jetzt alle keine Telekommunikationsexperten, aber man kann sich ja ungefähr vorstellen, welche Aufgaben dieses Telekom-Modul so abwickeln muss. Und die kommunizieren eben alle miteinander, diese drei Module, über diese Internode-API. Und die Internode-API verbindet dann auch die einzelnen Earth-Nodes und Ether-Nodes und Air-Nodes. Also zusammengefasst, die Earth-Node ist das zentrale Gehirn, das eben die komplette Rechenleistung im Hintergrund übernimmt und die komplette Kommunikation. Die Earth-Node kann überall auf der Welt betrieben werden über einen Server. Es vollzieht eben die gesamte Rechenleistung. Die detaillierten Aufgaben dieser Earth-Node, die finden wir im White Paper. Also wenn wir hier nachschauen im World Mobile Token White Paper, dann finden wir hier die gesamten Prozesse, die über diese Earth-Node laufen. Also User Registration und Authentifizierung, finanzielle Transaktionen, Service Requests, nachher die Steuerung dieser Telecommunication Events natürlich, Anrufe, Anruf starten, Anruf beenden, SMS, Internet, Data etc. Das kann man alles im White Paper nachlesen. Das Decentralized ID Modul macht die Identitätsregistrierung und Management, Authentifizierung. Das Blockchain Modul hat den Financial Ledger eben mit den ganzen User Accounts und den ganzen Guthaben dieser User und die Transaktionen, welche dort natürlich gespeichert werden. Das Blockchain-Modul hat auch den Reward-Mechanism, also die Belohnungen für die ganzen Node-Betreiber und so weiter. Da steht alles detailliert genau im White Paper drin, aber das würde jetzt zu tief reichen und im Grunde verstehen wir ja alle, um was es da geht. So eine Earth-Node kann theoretisch jeder betreiben und zum Betrieb braucht man aber 100.000 World Mobile Tokens, die gestaked werden müssen. Das ist sozusagen eine Eintrittshürde, um eben seriöse Betreiber anzulocken. Es wurden von Anfang an 1000 Earth-Nodes vorgesehen zum Betrieb und die wurden bereits alle reserviert. Denn die konnte man reservieren und die wurden natürlich alle bereits reserviert. Man kann aber auch immer noch Earth-Nodes erwerben, da einige Leute ihre Earth-Node-Rechte versteigern. Aber das sehen wir dann, wenn ich euch noch kurz die Earth-Node-Wallet, also die Wallet zeige. So, dann als nächstes die Air-Nodes. Die Air-Nodes stellen die Konnektivität und den Internetzugang für die lokalen Nutzer bereit. Also das ist der Sender und Receiver, das ist der Handymast. So eine Air-Node kann im Wohnzimmer ein Raspberry 4 mit Antenne sein, kann aber auch ein leistungsstarker Tower sein, je nach Anforderung natürlich. Denn so wie in unserem Funknetzwerk, das wir gewohnt sind, haben wir auch irgendwo einen Handydom stehen und in unserem Wohnzimmer dann wieder einen Router, der vielleicht die Verbindung herstellt zu diesem Handy-Tower. Genau gleich funktioniert das hier auch. Der User loggt sich via AirNode ins Netzwerk ein. Daten werden an die EarthNode, an das Gehirn geschickt zur Identifizierung etc. Und die EarthNode gibt dann zurück, wie viel Guthaben der User hat, welche Service ihm zur Verfügung stehen und so weiter. Und die AirNodes müssen natürlich in Gebieten aufgebaut werden, wo Konnektivität benötigt wird. Hier sehen wir auch, das ist ein Paper von World Mobile selbst. Hier sehen wir auch eine kurze Übersicht über diese Nodes. Und hier unten haben wir eben die AirNodes. Den sogenannten AirNode Mesh, also das Netz. Das besteht aus City Nodes, Village Nodes und Home Nodes. Also City Nodes natürlich die großen, leistungsstarken Sender, Village Nodes bisschen kleiner und Home Nodes natürlich die kleinen Sender im Wohnzimmer. Und solche Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Drohnen, über die Internetverbindungen hergestellt werden, die werden auch schon eingeplant, aber das ist Zukunftsspiel, auf das gehen wir jetzt nicht ein. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Ether Nodes. Das ist die Schnittstelle zwischen einem herkömmlichen Netzanbieter des jeweiligen Landes und der Earth-Node. Die Ethernode übersetzt die Protokolle vom örtlichen Anbieter zu World Mobile. Ethernode-Betreiber müssen die örtlichen Vorschriften erfüllen und natürlich über die erforderlichen Lizenzen für den Betrieb so eines Dienstes haben. Und jedes Land braucht natürlich mindestens eine Ethernode, um sich mit einem vorhandenen Dienstleister zu verknüpfen. Zum Betrieb einer Ethernode sind 1 Million World Mobile Token nötig. Das kann sich aber in Zukunft noch ändern, wenn das durch Voting zum Beispiel ein bisschen runtergesetzt wird. Ja, und jetzt kommen wir zum Anreizsystem, also eigentlich zum Blockchain-System, das das Ganze ja so genial macht. Und im Grunde ist dieser Kreislauf ganz einfach zu erklären. Die Node-Betreiber, egal ob Blockchain-Node, Earth, Air, Ether,
werden für guten Service bezahlt, welche Bedingungen da genau reinfließen für guten Service, das steht auch im White Paper. Und wenn die sich gut verhalten, also wenn die ihre Nodes gut betreiben, dann werden die mit diesen World Mobile Tokens bezahlt. Und auf der anderen Seite haben wir die Benutzer dieser Dienste, wie Anrufe, SMS, Messaging, Internet und so weiter. Und die müssen mit World Mobile Tokens für die Leistungen bezahlen. Also das ist im Kern der Kreislauf dieses World Mobile Tokens. Natürlich haben wir noch Node-Betreiber und Staker, die einfach passives Geld verdienen wollen. Die haben natürlich auch ein Interesse, diesen World Mobile Token zu halten. Und somit kommen wir auch zu den Anreizen für Node-Operators und Stakers. Da haben wir erstens die Transaktionsgebühren, die werden natürlich in World Mobile Token bezahlt und an die Node-Operator, aber Achtung, die Blockchain-Nodes in dem Fall verteilt, welche wiederum an Delegatoren weiterverteilen. Also so wie bei den Stake-Pools auf der Cardano-Blockchain selbst. Dann haben wir die Inflation Rewards, also 29% der Gesamtzahl von 2 Milliarden World Mobile Token werden in den nächsten 20 Jahren an diese Node-Betreiber ausgeschüttet. Und hier sehen wir eine Kurve, wie genau das ausgeschüttet wird. Unten haben wir die Monate auf der X-Achse, auf der Y-Achse haben wir die jährliche Ausschüttung in Prozent. Das beginnt relativ hoch mit 12% und fällt dann steil ab. Und die blaue Kurve zeigt die Verteilung des World Mobile Tokens, wie er ansteigt und am Ende dieser 240 Monate eben die 2 Milliarden erreicht, die sich dann im Umlauf befinden nach diesen 20 Jahren. Welche Anreize gibt es für Earthnode-Betreiber? Die verdienen natürlich auch World Mobile Token. Um Earthnode betreiben zu können, müssen 100.000 World Mobile Token gestaked werden, wie wir schon vorher gesagt haben. Das kann aber auch eingesammelt werden von Delegatoren, also man muss die jetzt nicht unbedingt selbst besitzen. Und die Earthnodes werden angemessen entlohnt für jede Art von Dienstleistung, die sie anbieten und auch für die Blockproduktion. Die genauen Dienstleistungen stehen wieder im White Paper, das sind auch wieder Anrufe, Nachrichten, Verschlüsselungen etc. Und umso mehr eben über meine eigene Earthnode läuft, umso mehr verdiene ich auch. Denn in Anspruch genommene Dienste von Usern verursachen natürlich Daten und werden von Earthnode-Betreibern in Blöcken gespeichert, welche auf der Mainchain Cardano, also auf der Cardano-Blockchain gespeichert werden, inklusive aller Metadaten. Da fallen ja natürlich viele Metadaten an, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Anruf tätigt, muss man wissen, wer das ist, wie lange das geht und so weiter. Die ganzen privaten Daten von den angebotenen Diensten werden verschlüsselt auf der World Mobile Sidechain in Blöcken gespeichert. Also wir sehen hier, es wird dann auch eine World Mobile Sidechain geben. Und dann zu guter Letzt haben wir noch die Anreize für die Airnode-Operatoren. Und die Belohnungen der Airnodes werden unter Verwendung der lokalen stabilen Währung, also den Fiat-Währungen, gemäß den lokalen Vorschriften des Landes, in dem sich der Knotenpunkt befindet, ausbezahlt. Das heißt, als Airnode-Betreiber wird man in Fiat-Währung ausbezahlt. Steht so im White Paper. Und die Airnode-Belohnungen sind ein Anteil des Gesamtumsatzes in dem Land, in dem sich die Airnode befindet. Und ich bekomme dann anteilsmäßig, wie viel meine Airnode verarbeitet hat, bekomme ich dann ausgezahlt. Die Anreize für die Ethernode-Operatoren, die verdienen auch Belohnungen basierend auf dem Volumen des von den Knoten verarbeiteten Datenverkehrs, also gleich wie bei den Airnodes. Und diese Belohnungen werden auch mit der lokalen stabilen Währung entsprechend den lokalen Vorschriften des Landes ausbezahlt. Und dafür braucht man eben auch 1 Million World Mobile Token, um so eine Ethernode betreiben zu dürfen. Sehr viel Wert legt World Mobile, also das Team von World Mobile, auch auf simples Handling. Das heißt, sie wollen so viel wie möglich von der komplizierten Blockchain-Technologie im Hintergrund machen, damit der Nutzer nicht abgeschreckt wird von irgendeiner möglichen Komplexität. Zum Beispiel wird automatisch eine Wallet erstellt, wenn man sich registriert in der App und so weiter. Da soll eben so viel wie möglich im Hintergrund stattfinden. Jeder Service kreiert eine Transaktion, welche in World Mobile Token bezahlt wird. Und natürlich hat man durch Krypto auch die Möglichkeit, Verwandten oder Bekannten World Mobile Tokens zu schicken, falls die vielleicht kein Geld mehr haben, aber irgendjemanden anrufen wollen. Und durch die Verwendung von Smart Contracts ergeben sich eben hier auch viele Vorteile, nämlich die Transparenz. Man weiß genau, wie viel man für welches Service zahlt und das ist auch nicht veränderlich. Nachher natürlich Privatsphäre, denn die Unterteilung der Daten findet statt in öffentliche und private Daten. Die öffentlichen Daten werden eben auf dem Settlement Layer, auf der Cardano Blockchain und die privaten Daten auf der Sidechain von World Mobile gespeichert. Smart Contracts ermöglichen auch eine schnelle Abwicklung der Bezahlung, Registrierung und so weiter. Und Manipulationssicherheit und Sicherheit im Allgemeinen ist natürlich auch gegeben. Dann, World Mobile fokussiert sich natürlich auf Afrika, da hier das Problem am größten ist. Die haben auch bereits
so ein ganz abgelegenes kleines Fischerdorf in Afrika ausgerüstet mit dieser World Mobile Verbindung und das hat echt prima funktioniert. Also da gibt es auch ein ziemlich cooles Video von denen, das kann man sich gerne anschauen. Also Proof of Concept eindeutig gegeben. Wie kann man staken auf World Mobile? Das funktioniert eben über diesen Vault, den ich euch jetzt noch zeige. So, und wenn wir hier eben gehen auf worldmobiletoken.com, dann finden wir hier sofort Enter Vault. Da muss man sich natürlich eine Wallet anlegen, so wie wir es gewohnt sind. Ich habe das natürlich schon gemacht. Und in meinem Beispiel muss ich mich nur noch einloggen. Diese Vault muss man mit einer Wallet verbinden. Ich habe sie hier mit meiner Nami Wallet verbunden. Hier sieht man auch meine Adresse. Und hier könnte ich eben staken oder eine Earth Node reservieren, sind aber schon reserviert. Deshalb könnt ihr unter Auctions so eine Earth Node auch erwerben. Wie wir hier sehen, die läuft ab in 6 Stunden und das derzeitige Gebot beträgt 32.000 World Mobile Tokens. Hier könnt ihr den überbieten mit 32.100 World Mobile Tokens. Hier sehen wir, die letzten wurden verkauft für 33.000 hier für 24.000. Also man hat schon trotzdem noch die Möglichkeit, so eine Earth Node zu betreiben. Zu guter Letzt haben wir hier noch die Roadmap von World Mobile und wir befinden uns jetzt eigentlich noch in Phase 1 und hier wollen sie eben in Zanzibar ihr Netzwerk ausbauen und 100.000 User an Bord bringen. Ja, und hier sehen wir eben auch, dass wir direkt vorm Launch dieses World Mobile Chain Mainnet stehen und ab dem Zeitpunkt wird dann das World Mobile Netzwerk erst richtig Fahrt aufnehmen, da man dann auch eben regulär staken kann, Nodes betreiben kann, Earth Nodes betreiben kann, etc. Also das wird dann sozusagen die vorher erwähnte Sidechain von Cardano. Man kann den World Mobile Token natürlich auch jetzt bereits erwerben als Cardano nativen Token und der wird dann einfach umwechselbar sein mit der Sidechain. Ja, das war es im Großen und Ganzen zu World Mobile und der Infrastruktur und falls ihr noch offene Fragen habt, dann würde ich euch empfehlen, diese Website aufzurufen, die verlinke ich euch unten in der Beschreibung, die heißt worldmobile101.com FAQ und hier werden eigentlich alle Fragen von Anfang an bis zum Ende beantwortet über die ganzen Nodes, über die ganzen Rewards, über den World Mobile Token, alles mögliche kann man hier drin nachlesen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Like da, wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dahin macht's gut, ciao.